So, heute steht der erste Trainingslauf für den Transgran Canaria an. Wir wollen mindestens einmal den Melibokus hoch, um so langsam wieder ein bisschen auch die Höhenmeter zu trainieren. Die ersten paar hundert Meter geht es hier in so Serpentin, den Berg hoch. Und dann gehen wir aber, wenn wir das erste Mal zum Gipfel hochlaufen, die steilste Route hoch. Dafür haben wir die hier mitgebracht. Da hinter uns geht es jetzt hoch, 1,6 Kilometer mit 400 Höhenmeter. Kleine Geschichte zu denen hier, die sind nagelneu, vor ein paar Tagen von Leki bekommen. Die alten sind kaputt gegangen beim Pizza Glacier Trail. Das Video findet ihr da oben. In 100 Metern haben wir ihn erreicht. Erstmal oben am Melibokus. Hier ist es doch ziemlich kühl. Meine Handschuhe sind schon frostig. Wir haben uns entschieden, den steilen Weg, den wir hochgekommen sind, direkt wieder runter zu laufen bis zum Schloss. Auf dem Video sieht man es wahrscheinlich nicht. Es hat tatsächlich gerade angefangen zu schneien. Es sind so vereinzelte Flocken. Wir sind jetzt auch schon wieder fast am Gipfel. Gipfel Nummer 2. Und dann geht es jetzt gleich wieder runter. Hier ist nämlich mittlerweile nicht gleich hier oben. Gerade auf dem Rückweg. Die letzten 5 Kilometer werden jetzt nochmal richtig flott den Berg runtergeballert. Die letzten Meter bis zum Auto. 14 Kilometer und einige Höhenmeter später hatte der Melibokus uns zurück.